Guten Morgen, Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Jo, hi und damit herzlich willkommen zu Prey. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung wirklich, worum es geht. Ich weiß nur, dass diese komische schwarze Krabbeltiere gibt und einen Anzug soll ich anziehen. Okay, machen wir das mal. Und, ich meine, dass man hier irgendwo, wo ist das jetzt? Ziele, genau. Ziele sieht man hier. Okay. Erster Tag, wir brauchen halt, zieh deinen Anzug an, haben wir gemacht. Und ein Helikopter auf dem Dach, okay. Gut, da müssen wir hin, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal hier, was man sonst noch so machen kann. Okay, zeig mal. Nehmen, alles nehmen. Das ist halten, okay. So, durchsuchen. Ich weiß nicht, was das bringt, aber wir machen es mal. Achso, das ist die Action. Lesen. Anleitung von Neuromods. Okay, vielleicht ein andermal. Okay, man kann das alles durchsuchen hier. Ist ja nice. Okay. Puh. Alter, das nehme ich alles mal. Nehmen. Nehmen. Okay, alles was blinkt kann man nehmen, oder was? Achso, und man muss natürlich da drauf halten. Okay, gut. Okay, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ups, okay, das kann ich nehmen, werfen, klettern. Ach du Scheiße. Okay, ich muss erstmal so rauskriegen. Passwort eingeben. Okay, das kenne ich. Objekt benutzen. 3 E-Mails. Gratuliere und willkommen. Okay, hi, morgen, alles klar. Lieferung. Hallo. Ich habe dir ein Paket mit einem zugeschickt. Ich dachte schon. Von Alex ist das. Okay, ist der Typ, der uns gerade angequatscht hat. Bereit. Mhm. Schauen wir mal. Hier gibt es jede Menge Scheiße, der hier rumsteht. Meine Güte. Okay, müssen wir mal heraus. Ich habe im Moment noch keine Ahnung. Achso, wie man das Ding überhaupt steuert. Achso, ich laufe überall rauf. Klettern mit X. Okay. Springen auch mit X, okay. Gut, lass mal gucken, kann ich hier auch noch alles angucken? Zzt, auch leer, okay. Das Ding kann ich nicht mitnehmen. Ah, mal aufmachen. Da geht's raus, okay. Gut, lass uns nochmal die Bar plündern. Nehmen oder trinken? Trinken, ne? Gleich morgen schön breit. Okay, dann haben wir noch wissenschaftliche Methoden. Lesen vielleicht jetzt nicht. Könnt ihr euch alles wie immer im Detail im Let's Play angucken. Ich lese das jetzt hier alles nicht. Ich mache es noch einmal auf und dann kann man halt mal gucken. Ich hoffe, dass man die Sachen halt irgendwie mitnimmt, dass, falls man sie nachher braucht, irgendwie auch aufkriegt. Alter, Kühlschrank. Tragen kann ich den nicht, aber durchsuchen. Nehmen wir mal alles mit, ne? Ich habe jetzt im Moment auch keine Idee, ob das wirklich clever ist, alles mitzunehmen. Also, das ist Inventar. Mal gucken. Naja, springen ist nicht nehmen. So, da haben wir noch was. Wahrscheinlich kriegt man nachher eine kleine Auszeichnung, wenn man alles gelesen hat, was hier so rumliegt. Schauen wir mal. So, lesen. Oh, okay. Zzz. Ah, daddeln kann man auch, das ist cool. Was gibt's hier noch? Schrank durchsuchen. Okay, erstmal gucken, duschen können wir nicht, Toilette spülen. Ja, das machen wir dann. Muss man in dem Spiel machen. Kann ich Dusche auch anmachen? Achso, muss man vielleicht auch reingehen. Zzz. Okay, klatschnass nach oben zum Helikopter. Tür schließen. Zzz. Tür aufmachen, alles gut. So.
Ansonsten vielleicht ein bisschen boring. Mal gucken, ob ich hier rausgehen kann. Ey, cool, kann ich auch. Tür öffnen. Komm. Tür klemmt. Achso, ja dann. Warum klemmt die? Weiß ich nicht. Müssen wir herausfinden, weil hier auf dem crazy Balkon ist auch nichts. Okay, soll ich einfach mal weiter, weil ich habe noch keine Idee. Guten Morgen, Matthew. Matthew, okay. 2032. Jetzt auch nicht so weit in der Zukunft. Tür ist verschlossen. Okay, Matthew, kannst du es nicht aufmachen? Kann Matthew quatschen? Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Okay. Okay, benutze ich X zum Springen. L3. Diese Dinger können tückisch sein, aha. Wissen Sie? Kriechen, rutschen, alles klar. Sprinten, rutschen, yeah. Okay. Alles gut. Was zeigt die Anzeige da? Okay, was mir wehtut oder was? Objekt benutzen. Wir wollen aufs Dach. 45. Stock. Okay. Und wir kommen. Da. Okay, da, okay. Roof Access. Dann wollen wir mal gucken. Da, Tür ist verschlossen. Jo, das ist der Helikopter, meinetwegen. Ich verstehe das. Vielleicht muss man hier krabbeln. Sonst rüber ab. Ja. So, dann komm ich rein. Ansteigen. Auf geht's. Oh, der ist aber nice. Machen Sie es sich gemütlich. Gleich geht's los. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Ja klar, Bethesda. Oh. Schöner Blick auf die Bucht. Ja. Okay, hier landen wir, ne? Ja, alles gut. Pray. Let's go. Da wären wir, Monsieur. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Ich bin eigentlich kein Monsieur, ich bin ein Madame. Was ist denn los? So, begib dich zum Testzentrum. Okay. Hallo, Dr. Yoon. Hi, wer bist du? Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Transtar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mondsystems zählt. Oh, William Yu, wenn ich auch Yu heiße, dann muss ich das herausfinden. Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Okay. Wenn meine nötig, aber bitte doch. Sind für Echtzeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Keine Sorge, ich verpasse nichts. Wir sind alle gespannt, wozu Sie fähig sind, Dr. Yu. Zumindest ich. Okay. So, gibt es hier noch irgendwo, bald wo Sie mit dem die ganze Zeit quatschen? Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Mhm. Alle unsere Labore erfüllen die Mindestsicherheitsanforderungen. Seltsam. Das ist noch nie passiert. Ich muss eine Wartung beantragen. Entschuldigen Sie, Dr. Yu. Ihr Bruder wartet sicher schon auf Sie. Der Aufzug William? Wird Sie direkt in den Testbereich bringen. Alex? Wer auch immer. Ja, der Aufzug. Okay, das war's. Das ist mein Stichwort. In den Aufzug und hochfahren, ne? Morgen, Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Okay. Oh, 100. Stockwerk. Na, viel Spaß. Testanlage ist wo? Erdgeschoss. Morgen. Endlich.
Hi, hi. So, du bist Alex. Okay, auch ein Familienmitglied. Hey, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Youths. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Okay. Mach dir keinen Kopf. Wer bist du? Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Kannst du auch sprechen? Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mach mal auf hier. Mr. Yu, Ihre Schwester wird in Raum A erwartet. Gut. Kannst du mit der Schwester auch genau reden. Sei also, einfach du verwandt. Selbst. Wir sehen uns danach. Brüderchen Alex. Raum 2. Wo ist Raum 2? Bist du Raum 2? Ja. Water? Sprichst du mit mir? Scheinbar nicht. Aber Raum 2 wird dann wahrscheinlich, wenn hier das Testlabor ist, gehe ich hier rein. Komm. Okay. Nein, wir drücken nicht einfach auf einen Knopf. Guten Morgen, Norman. Hallo. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Warte, die Kisten aus dem roten Kreis? Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Bist du der rote Knopf? Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Ja, dauert nur zu lange. Geh drüber in Raum B. Jawohl. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Was? Verstecken? Was ich, wo soll ich mich verstecken, Mann? Morgan. Wir können Sie dort... Ja, ach so. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine. Wo soll ich mich hier verstecken, nein, ihr Vögel? In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay. Lautsprecher ist noch an. Oh oh. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Irgendwie fühle ich mich nicht gut. Na komm. Bitte warten. Na, dann warte ich mal. Und ihr, Vögelchen? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Sie haben den Dreh aus. Weiter so.
Nicht einfach. Die an einem Gleis gefesselt sind, die könnten Gleis wechseln lassen, doch an dem gleichen Gleis ebenfalls ein Mensch gefesselt. Gut, weiter. Oh, das ist böse. Fast geschafft. Den dickleibigen Mann stoßen. Ja, komm. Ja, komm, dann springe ich aufs Gleis. Selbstlos. Wow. Ich bin beeindruckt. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich würde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Oh, Alter. What the fish? Okay. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs. Komischer Bruder, ne? Der hat da irgendwie so ein Versuchskaninchen. Guten Morgen, Morgan. Ach, heute Scheiße. Ist Montag, der 15. März 2032. Ah. Täglich grüßt das Murmeltier. Die haben mich resettet irgendwie, oder? Ist irgendwas schiefgelaufen? Oder? Keine Message, kann gar nichts. Ich nehme trotzdem den Anzug. Tür öffnen. Oh, es sieht nicht so nice aus wie eben. Was sagt dann eigentlich mein Inventar? Sagt leer. Keine Ziele, alles easy, okay. Das ist aber auch alles leer, ne? Vielleicht sind sie sogar noch Neuromods, alles klar. Irgendwie ist auch so die Mucke im Hintergrund nicht mehr so nice. Tesafilm? Nee. So. 6 Mails, okay. Gefahr, verschwinden Sie. Wer schickt das? Morgan Yu. Nachricht. Ende der Nachricht. Alter. Wieso? Was ist denn da von 8.16 Uhr? Ist es jetzt? Gefahr, verschwinden Sie. Ist ja. Ich dachte, ich bin ich. Morgen schickt mir selber. Ach, das ist alles sehr skurril. Elektronik gleich gemacht. Ja, jetzt erstmal nicht. Ich wollte mal gucken, ob die Tür klemmt. Nee, die Tür ist auch nein, doch nicht. Ja, die Tür klemmt immer noch. Okay. Sachen ändern sich nicht. Ich lese das alles nochmal. Was ist denn jetzt los, ey? Täglich grüßt das Murmeltier, hoffentlich nicht unendlich lange. Mach mal an. Ja, okay. Okay, wir wollen natürlich nicht verschwenderisch sein. Komm mal auf. Nee. Mach zu. Aufdrehen und abschalten. Okay, so richtig gerafft habe ich es jetzt noch nicht, ne, was passiert ist. Hat er mich kalt gestellt, wahrscheinlich irgendwie zurückgesetzt. Geblitzdings oder irgendwie sowas.
Keine Ahnung. Ist doch wieder Verschwörung. Und die Tasse? Ah, scheiße. So, Kühlschrank. Alles nehmen. Komm, nehmen. Durchsuchen. Achso, durchsuchen geht dann nicht. Muss man doch essen, oder was? Ich raff's nicht. Warum habe ich es nicht genommen? Komm. Egal, wir sind hier noch am Anfang. Das kriegt sich alles irgendwann hin. Lütike und so weiter, alles gut. Dann habe ich hier noch... Ja komm, trinken. Bam. Status besoffen. Ja, leicht benommen. So, durchsuchen. Okay, jetzt habe ich sie erst genommen. Ist natürlich schwach. Ach so geht das. Okay, man muss nur kurz drauf drücken. Okay, habe ich natürlich verdattelt. Durchsuchen. Schrank leer. Okay, das sieht man dann einfach alles. Okay, und dann kann ich alles nehmen, wenn ich das halte. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier nicht noch... Was ist das hier? Okay. Umgefallener Dings. Schwarzer böser Fleck. Oh mein Gott, 6 Mails. Ey, ich bin ein bisschen beunruhigt. Ja, aber ich glaube, hier drin war es das, oder? Ich gucke nochmal hier in mein Schränkchen. So, mal gucken, was ich mache. Alter, was ist denn hier für böse Mucke, ey? Ich glaube, es wird... Oh, Mann, habe ich mich verjagt. Ich dachte, das wäre so ein ganz chilliges Spiel. Scheinbar ja nicht. Oh. Taschenlampe an, Taschenlampe aus. Und... die Rohrzange, natürlich. Oh oh, Rohrzange. Mit Ride 2. Oh. Mein Codename ist January. Es ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst die Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Also Ride haut zu. Okay, verstehe. Und Rohrzange... Schwing die Rohrzange. So, fliehe aus deinem Apartment. Ja, ich bin ja schon raus eigentlich, aber ich muss natürlich gucken. Ja, wenn die Tür da hinten klemmt, kriege ich die jetzt mit der Rohrzange auf. Alter, was ist denn dahinter bitte? Okay. Eine leichte Verarsche. Oh. Okay, das ist jetzt... Ich wollte ja nur die Tür aufmachen. Okay, gehen Sie zum Ausgang, oder was hat sie gesagt? Ich war jetzt ein bisschen perplex. Dusch, legt Uniform an. Alter, okay. Das war aber von gestern dann, ne? 2 E-Mails. Müssen, okay. Achso, man kann das auch runterscrollen. Kommentar zu heute. Oh Mann, ich klicke immer auf X, sorry. Okay, Mensch, Alex, da muss man mal gucken, ne? Der Gute. Was der da für eine Rolle spielt eigentlich in Wirklichkeit. Ich finde die Mucke spooky, ich finde das jetzt schon total oberspooky. Ich glaube, ich werde hier den einen oder anderen Ausraster kriegen, wenn ich das spiele. Weiß ich jetzt schon. Okay, lass uns mal eben hier gucken, weil ich im Moment noch kein Gefühl habe. Achso, Moment mal. Simulations-Debriefing. Observation Storage, okay. Also Storage hört sich für mich erstmal nach, nicht nach Speichern an, sondern nach Zeug. Ja, wenn das schon Storage war, dann will ich jetzt nicht... Aber kriegt man diese Kiste auf? Nee.
Was plätschert hier so? Schramm, hier plätschert's. Okay, das Aquarium ist kaputt. Das... kann ich da durch oder so? Trage die Kiste, alles ein bisschen... Ich nehme die mal mit. Ich habe keine Ahnung, ob man das braucht. Keine Ahnung, ob das wirklich... boah, noch mehr Stuff. Na gut. Alter, hör auf mit dieser Mucke. Ich werde wahnsinnig. Boah. Ich höre hier irgendwelche komischen, fiesen Geräusche. Ich will nicht gleich in der ersten Folge drauf gehen, Leute. Das muss ja wohl irgendwie möglich sein. Okay. Alter! Ich hau dich, du Böses. Muss ich jetzt hier irgendwie... Geht das? Du kleines Mieses mit der Rohrzange kaputt gemacht. Okay, so richtig... geil ist das nicht. Ach, Leute, Tür aufmachen. Warning, warning. Ey, ich bin schon voll geflasht. Ey, shit. Ich dachte, das wäre ein relativ entspanntes Spiel. Ich glaube, ich dachte, das hat irgendwas nur so schön Weltraum-Future-Ding. Okay, hier komme ich durch, aber ich gehe nochmal zurück. Okay, wird ein bisschen unentspannt, wenn ich so weitermache. So, lass uns mal hier gucken. Der Gang kommt mir doch bekannt vor von... Genau, okay, hier sind wir raus. Das tut mir irgendwie leid, ne? Patricia ist draufgegangen. Es tut mir leid. Habe ich die untersucht eigentlich vorhin? Kann die auch tragen? Durchsuchen? Nee, also, komm. Leiche flattern nicht angesagt. So, da hinten waren wir und kam hier... Da ist noch eine Tür, ne? Krieg ich die auf? Mhm. Das ist quasi nochmal hinter meinem Department und das Ding kann ich doch rein theoretisch kaputt hauen. Und dahinter ist mal gar nichts. Ey, die haben mich richtig verarscht. Okay. Juti, also hier waren wir, da ist alles gut und da hinten geht's dann weiter. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, habe ich hier schon alles angeguckt? Was ist das hier? Eine Plane. Die trage ich nicht. Okidoki. So, wir wollen hier mal raus. Ich gehe hier durch. Oh, die Geräuschkulisse ist schon echt voll spooky, ey. So, hier waren wir noch gar nicht drin. Okay. Drücke das Knöpfchen. Nein. Nicht jetzt. Okay, abgesehen davon, dass es schon interessant ist, weil man hier... Zeug machen kann. Ah, drücke nicht das Knöpfchen, jetzt drücke ich es doch. Oh, wie geil. Geheimer Geheimgang in mein Apartment. Alter, das ist voll... Die haben irgendwelche Experimente mit mir gemacht. Schon wieder 6 Mails. Immer noch die von vorhin, ne? Ja. Rohrzange. Okay. Heavy. Mhm. So ein Schwingen der Rohrzange Hinweis, als er gedrückt. Okay. Dazu brauchst du Ausdauer. Ausdauer ist diese eine Anzeige, ne? Wenn ich das jetzt mache. Okay, das ist die Ausdauer da unten, verstehe. Okidoki. Aha. Hallo? Filmst du mich? Ich kenne dich nicht. Also, das ist... Was steht denn da? Was stand da? Der Raumtresor. Okidoki. Also, der ist verschlossen und den kriegen wir wohl auf. Hier muss irgendwo ein Zettel rumliegen, wo drauf steht. Kombination, bla bla bla. Passwort eingeben. Kein Passwort. Das steht auch hier auf dem Zettel. Wie überall. Ha. Siehste? Und da steht garantiert drin, die neue Kombination für den Safe ist bla. Passwortsicherheit, ja, bitte. Ups. Na, so richtig habe ich es noch nicht drauf hier von der Steuerung her. IT-Abteilung. Kommentar zu heute. Da
Dateien, Programme, alles gut. Also, der hat's nicht drauf. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal... dass wir hier mal gucken. Fertigungsauftrag, schlag mich tot, Bestand, kompletter Bestand und so weiter. Okay. Sag mir doch bitte, wie die Kombi für das Ding ist. Hä? The Safe Code. Okay. Ja, wie kriege ich denn das jetzt hin? The Safe Code. Habe ich irgendwelche Superfähigkeiten oder irgendwas? Daten. Audio-Rufs, E-Mail, Forschung, okay, Ziele. Ja, Hauptlobby ist schon klar, aber ich will natürlich den Safe knacken. Na komm, ihr habt doch hier bestimmt was. Neben Kaffeetassen steht hier dann noch was anderes rum. Oh, den Safe würde ich ja schon ganz gerne mal knacken. Master of whatever. So, wenn das Ding hier mal filmt und irgendwann mal was da drauf war, kann ich das irgendwo angucken. Boah, versteht man das hier? Was ist das für ein komischer Sitz? Leute, ist nicht gut. So, was kann ich mit der Kamera machen? Die filmt die ganze Zeit. Natürlich geil, wenn ich mir die irgendwo angucken könnte, was sie filmt. Weil da stand ja vielleicht irgendwann mal was. Was ist denn eigentlich nehmen und werfen? Okay. Geil wäre natürlich, wenn ich es mir angucken könnte, was sie aufgenommen hat, weil irgendwann stand da vielleicht mal was und das wurde auch gefilmt und. Man weiß es nicht. So, was ist da drüben los? Und das könnten Pflanzen sein, sind es aber bestimmt nicht. Irgendwas Böses. So, also hier waren wir eben eigentlich. Okay, lass uns mal gucken, ob wir da hinten durchkommen. Aber mich nervt, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich da in dieses... in den Dings reinkomme. Wie sagt man... oh, kann ich da reinkrabbeln? Nee. Oder hier irgendwo? Nö. So, Simulation... was? Debriefing, ja genau. Tragen Hebelkraft, nö, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Aber ich hätte dir gerne den The Safe Code. Wie kriege ich das raus? Und wie viele Stellen hat das Ding? Man weiß es nicht. 4, okay. Fehler, okay. Macht ja nichts. Sie haben nur einen Versuch. Ich kann das Ding auch kaputt hauen, oder? Okay, vielleicht kriege ich später noch irgendwie raus. Täglich grüßt das Murmeltier, muss ich mal gucken, ob dann da vielleicht irgendwo mal irgendwas steht. Man kann aber auch jetzt nicht irgendwie Großes machen, ne? Nee, okay. Also, wir sind hier reingekommen, das Knöpfchen da gedrückt und hier geht's als geheimer Geheimgang in meinen Raum rein. So, wir wollen aber in die crazy, was war die Aufgabe? Hauptlobby, ne? Ziele. Hauptlobby, erreiche die Hauptlobby. So, ist das hier ein Fahrstuhl? Hätte ich jetzt gerne mal gehofft. Das ist ein Fahrstuhl. Dach. Lass mal ausprobieren. Ist wohl nicht, wa? Meine Etage geht auch nicht. Dach geht nicht. So, dann heißt es mal Perpedis. Oh, was? 45? Okay, das Ding komplett offen. Wie habe ich denn das gemacht? Geht das ab und zu mal? Jetzt ist hier alles offen, ne? Oh, crazy shit, ey. So, das sieht mir nach Hubschrauber-Simulator aus. Boah, haben die mich verarscht. Alles klar, verstehe. Ey, richtig übel. Ihr Schweine. Okay, wenn das jetzt... ich gehe trotzdem mal zum Heli... Water?
So, hier komme ich aber nicht raus, ne? Das ist einfach so und ich kann nur dahin durch Transstar, das ist wahrscheinlich die Lobby. Durch und dann gucken wir mal. Hi. Okay, das Ding hat sich hier auch ein bisschen festgefahren. Und was ist mit dem Fahrstuhl? Bestätigen. Okay, Testanlage. Aber da weiß man natürlich nicht, wie es weitergeht, ne? Apropos weitergeht, ich würde mal sagen, ich mache hier mal ein Päuschen und mehr gibt es dann beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann, ciao!